Frau Präsidentin, werte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen! Das ist nun meine 7. Haushaltsdebatte. 2017 ging es um knapp 320 Milliarden Euro. Heute, 7 Jahre später, geht es um ganze 477 Milliarden Euro. In der Entwicklungspolitik ist der Etat von 8 Milliarden auf 11,2 Milliarden gestiegen. Jetzt könnte man ja meinen, bei dieser Ausgabensteigerung von 150 Milliarden Euro ist in Deutschland wieder die Zeit der blühenden Landschaften. Straßen und Eisenbahn top, Schulen und Krankenhäuser top, Renten- und Steuerentlastung top, Landwirtschaft und Wirtschaftsstandort Deutschland top. Aber Fehlanzeige. Wir erleben gerade in Deutschland eine der schlechtesten Zeiten seit Gründung unserer Republik. Woran liegt das? Weil das Geld des deutschen Steuerzahlers in aller Welt verteilt wird, und zwar für ideologischen Irrsinn. Migrationskosten, Kriegskosten und Weltrettungskosten saugen den Steuerzahler aus, und zwar ohne Nutzen für Deutschland. Und wir sagen hier in aller Deutlichkeit, Schluss mit Inklusionstoiletten im Tschad, Radwegen in Peru und der Ausbildung von Transgender-Elektro-Rikscha-Fahrerinnen in Indien. Und vor allen Dingen keine Gelder mehr für Hamas unterlaufene UN-Organisationen im Gazastreifen oder für Migrationsirrsinn aus Afghanistan. Auch im Bereich der Entwicklungspolitik erleben wir kein Vorankommen. Im Gegenteil, die Afrikaner lehnen unsere Art der Zusammenarbeit zunehmend ab. Sie wollen keine Gender-Diskussion, keine Kolonialschulddebatte und keine verordnete Energiewende. Sie wollen, die Afrikaner, dass in Afrika in Arbeitsplätze und in Industrie und in Wirtschaft investiert wird, auch und gerade zum Wohle des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Und Afrika fragt bei jeder Diskussion, wo ist Deutschland und warum kommt Deutschland nicht? Und ich kann sagen, weil es diese Regierung nicht versteht, sie kann es einfach nicht. Und wenn der eingeschlagene Weg falsch ist, die eingeschlagenen entwicklungspolitischen Ziele falsch sind, und wenn die Ministerin die falsche Ministerin ist, dann muss man doch zu diesem Haushalt einfach sagen, nein, wir lehnen ihn ab, und wir lehnen ihn ab. Weg mit ideologischem Ballast. Wir brauchen einen Neuanfang im Denken, und der heißt wirtschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Leider hat diese Regierung bekanntermaßen keine Ahnung von Wirtschaft. Das sieht man auch gerade im Bereich der stockenden Global Gateway-Initiative. Traurig, aber wahr. Abschließend etwas zum Nachdenken. Die Bundesregierung, diese Bundesregierung gibt Millionen in Afrika aus, um Regierungen im Bereich von Good Governments zu beraten. Also ernsthaft, diese Regierung gibt Millionen aus, um der Welt gute Regierungsführung zu erklären. Obwohl ich langsam einen ganz anderen Eindruck habe. Und, liebes Afrika, bitte nicht böse sein, aber ich denke, die Bundesregierung gibt Millionen in Afrika aus, damit die Afrikaner der Bundesregierung gute Regierungsführung erklären. Und zwar gerade im Bereich im Umgang mit der Opposition. Und da erleben wir in Deutschland gerade wahrlich afrikanische Verhältnisse. Vielen lieben Dank. Katrin Henneberger für Bündnis 90 Die Grünen ist die nächste Rednerin.